was eben noch recht, ebenfalls noch recht effektiv ist, oft zur Suchmaschinenoptimierung, ist halt die Klickrate zu erhöhen, also dass eine Webseite bzw. ein Artikel häufiger angeklickt wird, wenn er in den Suchergebnissen erscheint und dadurch automatisch mit der Zeit höher gerankt wird. Dadurch kann man zum Beispiel bestimmte Symbole nehmen, also zum Beispiel solche grünen Haken sind momentan sehr beliebt. Eigentlich wollte Google die schon vor Jahren rausnehmen, also dass diese nicht mehr angezeigt werden, aber auch bis heute werden sie immer noch angezeigt, daher kann man sie zumindest momentan noch gut nutzen, sodass man sich halt von den anderen Suchergebnissen optisch absetzt, sodass unterbewusst die Besucher öfter klicken. Was ebenfalls recht effektiv ist, häufig ist, dass man so Dinge wie zum Beispiel neu einbaut oder aktuell oder kostenlos, halt alles, was irgendwie die Leute dazu bewegt, auf eine bestimmte Überschrift zu klicken. Ja, das war es zum Yoast-Plugin. Ich hoffe, ich konnte alle wichtigen Fragen dazu beantworten. Falls irgendetwas unklar ist, könnt ihr dieses gerne in die Kommentare schreiben. Und falls ihr regelmäßig über solche Sachen wie Suchmaschinenoptimierung informiert werden wollt, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren.